Hey, hau Kartoffeln, ein weiteres Cyberpunk 2077 Video ist heute für euch am Start. Patch 1.23 ist vorgestern rausgekommen und ich habe die Zeit genutzt, um das Ganze für euch zu testen. Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute? Auf der PS4 sieht es nun deutlich mehr wie auf der PS5 aus. Die schlechte? Es liegt nicht daran, dass es auf der PS4 besser geworden ist, sondern auf der PS5 schlechter. Ihr seht es hier gerade, keine Autos, keine NPCs. Im absoluten Zentrum der Stadt, dem größten Kreisverkehr von Night City. Jetzt langsam aber sicher spawnen die Autos und NPCs erst wieder rein, nachdem man stehen bleibt und sich mehrmals umguckt. Aber ihr werdet sehen, sobald ich wieder was an Geschwindigkeit zulege, die spawnen die auch wieder. Man ist eigentlich in einer Geisterstadt unterwegs, wenn man nicht gerade aus dem Auto aussteigt. Und warum wurde das Ganze gemacht? Natürlich, um für wenige Auslastung auf den alten Konsolen zu sorgen, aber das kann ja nicht sein, dass dann die besseren Plattformen wie der PC und die neueren Konsolen dadurch verschlechtert werden. Also man muss schon eine Balance finden, um einfach die Grundstruktur anzuheben, sodass es für alle besser läuft. Aber jetzt seht ihr schon wieder, keine Autos mehr hier. Und in früheren Versionen hat das Leben hier nur so gebrummt. Da war der komplette Gehweg voller Passanten. Man konnte hier nicht einfach so lang fahren. Man hat direkt 20 Leute umgeräumt. Und das werdet ihr gleich auch noch sehen. Ich habe nämlich noch Aufnahmen von Patch 1.21 war es, glaube ich. Jedenfalls, ihr seht es, sobald man stehen bleibt und aus dem Auto draußen ist, spawnen die langsam auch wieder und die Stadt füllt sich mit Leben. Aber es kann ja nicht sein, dass wenn man, und das ist man meistens, mit dem Auto unterwegs ist und eine längere Distanz überbrückt, dass man auf einmal nichts mehr antrifft. Oder spawnt immer noch wirklich hässlich vor einem direkt auf die Autos, die NPCs. Ihr seht jetzt hier am Gehweg, wie die NPCs reinploppen, so 20 Meter vor einem plopp, 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 plopp. Das ist echt, echt nicht schön. Und das war definitiv schon mal besser. Also das wurde mit diesem Patch nicht besser gemacht, sondern schlechter. Und das Ganze verpackt jetzt GDPR als verbessertes World Streaming. Was ich mir aber wirklich vorstellen kann, ist, dass es dadurch flüssiger auf den alten Konsolen läuft und auch, dass weniger Abstürze auf den alten Konsolen vorkommen, denn das war ein großes Problem immer noch bis Patch 1.2, dass es permanent abgestürzt ist. Ich habe schon mittlerweile viele Kommentare bekommen, dass es besser geworden ist, was die Abstürze angeht, aber bei mir war das immer noch ein sehr großes Problem. Ihr seht jetzt übrigens hier, die 1.21 Version ist es, glaube ich, und da sind zwar auch NPCs, die reinploppen, aber viel, viel mehr. Und gerade wenn man um die Kurven fährt, da sieht man gar nicht, dass die NPCs so richtig ins Bild kommen. Da sind einfach super viel auf den Gehwegen unterwegs, auch wenn ich mal ein bisschen was an Geschwindigkeit zulege. Da wird das nicht weniger. Und klar sorgt das natürlich bei den alten Konsolen dafür, dass man mehr Probleme hat. Aber dann muss man das einfach so angehen, dass man für diese Version noch ein paar extra Verbesserungen vornimmt, die sich nicht auf alle anderen Plattformen auch auswirken. Naja, ich werde jedenfalls gleich für mein Vergehen bestraft, was wie gesagt in der neuesten Version gar nicht mehr möglich ist, weil man da gar nicht mehr so viele NPCs vor den Kühlergrill bekommt. Also ein gutes hat das Ganze vielleicht für diejenigen von euch, die gerne auf dem Gehweg unterwegs sind. Testen wir das nächste. Und zwar, dass es weniger Clipping bei den Klamotten von NPCs geben soll und dass NPCs jetzt auch durch das verbesserte Worldstreaming nicht mehr gleichzeitig in einer Ecke vorkommen sollen, beziehungsweise das Charaktermodell sollen nicht häufiger vorkommen. Und was sehen wir hier? Ja, richtig gesehen. Das ist die gleiche Figur in 10 Meter Abstand voneinander. Nochmal zum Testen. Rosa Leggings, rosa Haare, leicht rot, mit einer Brille. Ja, das sieht schon sehr danach aus. Verbessertes World Streaming. Weniger NPCs in den gleichen Ecken. Direkt bewiesen, dass das schon mal nicht so ist mit Patch 1.23, dem neuesten Patch. Clipping, so viel dazu. Zack, sie verschwinden auch mal kurz. Auch das soll häufiger vorkommen. Und ja, auch diesen Charakter werden wir gleich noch häufiger sehen. Der ist nämlich hier gleich nochmal auf der Parkbank. Ihr seht's richtig. Diese Charaktermodelle sind sich sowieso schon so ähnlich, dass man da schon sagen könnte, das ist der gleiche, der hier auf der Parkbank sitzt. Aber okay, andere Brille, andere Haarfarbe, andere Farbe vom Top. Okay, von mir aus. Ist zwar sehr grenzwertig, aber von mir aus sind das unterschiedliche Charaktermodelle, okay? Das Gesicht ist ja auch ein bisschen anders. Aber das könnt ihr euch einfach nicht ausdenken. Im gleichen Park, wo sowieso nur 20 Leute rumlaufen, dass ihr es nicht mal dort schafft, dass überall einzigartige NPCs sind. Es sind einfach zwei Charakterpärchen hier, die identisch sind und da würde ich mich auch so aufregen. Da würde ich mich tatsächlich auch so aufregen.
Das ist einfach der gleiche Charakter. Silbernes Top, gleiche Brille, gleiche Haarfarbe. Komplett identisch. Wahnsinn. Genau die eine Sache, über die ich mich am meisten gefreut habe, den Patch Notes jetzt schon erwiesenermaßen nicht richtig implementiert worden. Hier habe ich noch getestet, ob irgendwelche Sachen sich geändert haben am NPC-Verhalten, wenn man eine Granate auf Autos wirft. Nee, sie steigen immer noch aus und laufen dann alle in die gleiche Richtung weg. Immerhin setzen sie sich nicht einfach nur neben die Fahrertür und schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Das ist ja schon mal eine Verbesserung. Was die Cops angeht, verfolgen die einen sogar ein Stückchen in die nächste Straßenecke, wenn man denen genug Zeit gibt. Aber man kann die natürlich immer noch super leicht ausmanövrieren, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Da verfolgen die einen ja, vielleicht 20 Meter weit und dann geben sie es halt auch auf. Und ja, es taucht immer noch erst die Drohne auf, dann die Cops. Und ja, man hat immer noch das Problem, wenn man irgendwie auf Dächern spawnt, dass sie dann auch hinter einem noch kommen. Aber das nervt mich viel mehr. Dass solche Sachen wie Gegenstände auf der Fahrbahn so spät erst aufploppen, das erinnert mich wirklich an die Release-Version auf der PS4, wo man halt nicht gesehen hat, dass man auf einmal gegen irgendwas fährt und das dann erst 5 Sekunden später in die Matrix geploppt ist. Und so sieht's leider mittlerweile auch auf der PS5 aus. Ihr seht's, Totenstadt. Erstmal keine NPCs, erst wenn ich aussteige, ploppen die langsam auf. Die haben eine gewisse Charaktervielfalt, aber das ist immer noch ein Problem. Wenn man in die Ferne schaut, sind einfach irgendwelche 2D-Modelle von Autos immer noch unterwegs, genauso wie auch von den NPCs, die einfach wegploppen, wenn die zu nah rankommen an Spielersichtfeld. So erzeugt man keine Immersion, Freunde. Solange die Leute noch auf die Next-Gen-Version warten müssen, könnt ihr doch wenigstens die Performance jetzt ausnutzen, um für mehr NPCs, mehr Autos in der Stadt zu sorgen. Ist doch nicht so schwer, dass ihr eine Version mit weniger ausstattet als die andere. Ihr müsst doch nicht alles reduzieren. NPC, Klamottenclipping, ihr habt es gerade gesehen, ist immer noch ein richtig großes Problem, wenn man Leute ausnocken möchte. Und das andere, was ich getestet habe, ist, ob man quasi Leute aus dem Auto schießen kann. Ist das schon immer der Fall gewesen, dass sie so viele Kopfschüsse aushalten, die Fahrer? Ganz normal NPCs auf der Straße macht man mit einem Kopfschuss K.O. Aber Leute, die in Autos sind, halten auf einmal 5 Kopfschüsse aus. Selbst wenn sie aus dem Auto aussteigen. Seit wann ist das so? Also kann sein, dass ich das in den letzten paar Patches nicht getestet habe, aber das ist mir jetzt auf jeden Fall aufgefallen, weil ein Patch-Notizpunkt war, dass es nicht mehr zu Clipping kommen soll, wenn man jetzt in Autos einsteigt, wo man den NPC vorher rausgeschossen hat. Und das ist mir noch nie passiert, glaube ich. Aber zumindest wenn man von der Fahrertür einsteigt, dann gibt es eh kein Problem, dann zieht man den einfach so raus. Wenn man allerdings von der Beifahrertür aus einsteigt, ich glaube, dann ist es manchmal dazu gekommen. Und das werden wir jetzt gleich nochmal testen. Ich schieße dich hier raus und wenn ich hier in die Beifahrertür einsteige, ihr werdet es gleich sehen, dann verschwindet die auf einmal wie aus Geisterhand aus der Tür. Ich kann mich quasi in dem Moment nicht umgucken nach links. Erst wenn die weg ist, kann ich das und dann steigt auch automatisch rüber vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz. Ist jetzt nicht unbedingt schön gelöst, aber wahrscheinlich besser als dass der NPC da drin bleibt und dass man die ganze Zeit den durch einen selber durchklippen sieht. Also das ist wahrscheinlich wirklich verbessert worden. Es ist zwar keine schöne Lösung, aber es ist zumindest eine Lösung. Und das möchte ich dann zumindest auch anerkennen. Kritik dort, wo Kritik gerechtfertigt ist, aber eben auch lobend erwähnen, wenn was verbessert wurde. Ich kenne es jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht, dass der NPC da drin bleibt und durch einen durchklippt. Ich habe das noch nie gesehen, aber ich vermute jetzt einfach mal und ich glaube in dem Fall CD Projekt, dass es so war. Jetzt kommen wir zu einer anderen Sache. NPC-Klamottenclipping und die Vielfalt. Erstens mal, was ist mit dieser Leggings los? Was ist mit dieser Textur? Was soll das auf dem linken Oberschenkel? Das ist einfach ein super krasser Texturen- bzw. Clipping-Fehler, also so viel erstmal dazu. Und dann gucken wir uns mal die anderen an. Ja, wir haben auch wirklich wieder die schönsten NPCs hier in Night City erwischt. Wirklich, die sprechen mir aus der Seele, wenn es darum geht, was den Klamottenstil von Cyberpunk angeht. Der eine Typ hier mit seinem Krokodilsleder oder was es ist, der andere mit seiner Bauchtasche, die anderen, ich vermute mal, Prostituierten, die mit ihrem Lack- und Leder-Leggings-Zeug durch die Oberschenkel klippen. Ah, wirklich. Wahnsinn. Wahnsinn. Mich hat das Testen schon wieder fertig gemacht. Ihr merkt es vielleicht, aber es liegt auch vielleicht an der Hitze. Hier übrigens, das konnte ich euch nicht vorenthalten, guckt euch mal die Füße an. PS3 Bauklotz-Optik. Und eine Schlappen, da klebt sogar durch irgendwas auf dem Boden.
Und was die doppelten Charaktere angeht, ist mir sogar hier was aufgefallen, auch wenn es nicht 1:1 der identische war, glaube ich, so ist doch eindeutig das gleiche Charaktermodell hier verwendet worden. Die eine Tuss hier mit dem Beanie und dem Häschenrucksack finden wir auch hier wieder leicht eingefärbt. Okay, ist vielleicht nicht komplett das gleiche Charaktermodell, aber zumindest merkt man schon, da hat sich CD Projekt vielleicht doch ein bisschen übernommen mit der Aussage. Ne? Also zusammengefasst, immerhin positiv erwähnt werden muss, dass man jetzt tatsächlich nicht mehr Clip-In hat, wenn man in tote NPC-Fahrzeuge einsteigt, durch die Beifahrertür. Negativ erwähnt werden muss, dass immer noch gleiche NPCs in gleichen Räumen sind, beziehungsweise in gleichen Arealen. Dass das World Streaming nicht verbessert, sondern verschlechtert wurde, dass weniger NPCs und Fahrzeuge auftauchen, wenn man schnell durch die Welt rast und dass es immer noch zu größeren Aufploppen kommt, sodass man manchmal Gegenstände auf der Fahrbahn nicht sieht, so wie damals zur Release-Version. Weniger Abstürze, hoffe ich mal, sind dadurch die Folge dann, auf der anderen Seite für die alten Konsolen, aber da könnt ihr euch euer eigenes Bild machen. Das kann man leider erst nach wirklich mehrstündigen Tests sagen, ob das wirklich weniger oft abstürzt. Ich hoffe es einfach mal inständig, dass das der Grund dafür ist, dass es jetzt auf der PS5-Version zum Beispiel ein bisschen schlechter aussieht. Next-Gen-Version muss einiges leisten, sage ich an der Stelle schon mal, aber schreibt mir gerne auch eure Erfahrungsberichte gerne in die Kommentare, gerade wenn ihr den Patch schon länger antesten konntet. Ja, das war jedenfalls mein Erfahrungsbericht zu Patch 1.2.3. Bin auch auf eure gespannt, kann auch sein, dass ich einfach nur Pech hatte, aber ich glaube es nicht, denn das hat sich schon abgezeichnet, dass immer weniger NPCs und Fahrzeuge schon mit Patch 1.2.2 auf den Straßen sind und jetzt ist es sogar nochmal extremer geworden und damit kann ich mich eigentlich nur noch verabschieden mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanamikenschaft unterstützen. Von meine Profit, Chris, der Joker, René, Markus, Matze, Big Chris, TV, Lil Assassin, der Lukas, Gerald, Chili Tom, Christian, Kimi, Grey Shooter, der jetzt offiziell, Noxy und Sonic. Vielen Dank an euch, ich verabschiede mich, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, cut und ciao. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 Kartoffel, Kartoffelkönig. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.